Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tormentum. Wir hängen immer noch hier fest und probieren jetzt einfach mal was aus. Nein. 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 Hä? Das geht ja schon mal nicht. So müsste das aber funktionieren, oder? Das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist falsch. Ha! Habe ich's geschafft. Die Plättchen greifen ineinander. Die Tür zur Kapelle sollte nun offen sein. Wo ist denn die Kapelle? Da scheinbar. Okay. Das Gitter hat mir den Weg nach oben versperrt. Es gibt kein Zurück mehr. Verdammt. Was ist das für ein Mechanismus? Jemand muss den Hebel von dieser Maschine abgeschraubt haben. Ohne ihn kann ich nicht viel unternehmen. Gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Was ist das? Hier liegt irgendwas? Die Öffnung hat eine untypische Form. Wow, hätte ich jetzt nicht so rausgefunden. Eher fliegen 1000 Krähen durch brennendes Gebirge, als dass du armselige Kreatur durch meine Innereien hindurchgehst. Mein Tor ist für Sündige auf ewig verschlossen. Geh weg. Okay. Ich gehe da mal weiter. Was ist das hier? Hier ist der eine gefangen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen. Wie hast du es vollbracht, zu fliehen? Vielleicht erbitte ich zu viel, aber könntest du mir hier raushelfen? Ich gebe dir dafür etwas, das dir möglicherweise bei der Flucht aus diesem Schloss helfen könnte. Hinter mir befindet sich ein Hebel, mit dem du meinen Käfig runterbringen kannst. Zurzeit wäre es aber ein Wunder, wenn du an ihn herankämst. All dies wegen der Kreatur, die in dieser Erdspalte lauert. Du müsstest dieses Scheuser erst beseitigen. Ich denke, dass man dies mit vergiftetem Fleisch bewerkstelligen könnte. Irgendwo im Schloss muss es eine Küche geben. Finde sie bitte und bereite ein entsprechendes Gift vor. Nur dann kannst du meinen Käfig herunterlassen. Denke darüber nach, denn ich versichere dir, dass es sich für dich lohnt. Ich würde da ja einfach hingehen und es machen. Oh, der sieht nett aus. Der sieht so ein bisschen aus wie aus der einen SpongeBob-Folge dieser Wurm. Kennt ihr den noch? Hier liegt noch irgendwas. Was ist das? Ich habe einen rostigen Hebel gefunden. Nice. Rostige Hebel sind sehr nice. Hier lag doch vorhin irgendwo... Ah ne, einen weiter war das. Da musste man nämlich hier das Gedöns machen und einen Hebel reinlegen. Zack. Der Hebel ist an seinem Platz. Scheinbar muss ich dieses Gerät noch einschalten. Die Frage ist, wie? F? Hier steht auch nirgendwo eine Anleitung, ne? Das ist halt kacke. Wird hier wenigstens irgendwo stehen, was man machen muss? Habe ich hier irgendwelche Notizen vielleicht? Nee, leider nicht. Ah, wenn man so guckt, sieht man was. Ah, okay. Einmal das, dann so ein F. Also als erstes so ein Dreieck mit Strich, dann F, dann Kreis mit Strich und dann sowas ganz Komisches. Dreieck mit Strich, F, Kreis mit Strich und was ganz Komisches. Dreieck mit Strich. Gibt's das hier irgendwo? F, Kreis mit Strich und was ganz Komisches. Zack. Ich versuche, den Hebel nach rechts zu ziehen. Okay. Ah, das war nach links, oder? Was ist das jetzt? Ich habe einen Schädel mit mysteriösen Ornamenten gefunden. Okay, das sieht nicht sehr gesund aus, was die da machen. Hier ist noch was. Hm, komplett zerstört. Und hier? Das Skelett ist übersät mit rätselhaften Zeichen. Kann ich hier den Schädel vielleicht wieder einsetzen? Auf dem Schädel befinden sich die gleichen Zeichen wie auf dem Rest des Skelettes. Okay. Und jetzt? Jetzt hat er so voll viel Energy. Jetzt kann ich den Schalter... Ah! Jetzt ergibt es Sinn. Hä? Bin das nicht ich? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Wieso spüre ich nichts?
Dieser verfluchte Ort hat mir alles, was ich hatte, entrissen. Meine Erinnerung, mein Körper, alles ist hin. Es bleibt nur ein großes Schuldgefühl. Was habe ich getan, dass ich so ein Schicksal verdient habe? Ich erinnere mich an eine fliegende Maschine, eine kalte Zelle und eine Skulptur in Form von Händen. Ich habe es geschafft zu fliehen, danach kamen aber nur Schmerzen. Unendliche Schmerzen, sie mussten mich irgendwann holen. Ich kann mir selbst nicht mehr helfen, aber ich habe etwas, was für dich nützlich sein könnte. Nimm bitte diesen Schlüssel. Es war nicht einfach, ihn zu bekommen, aber mir wird er nicht mehr nützlich sein können. Danke. Ein geheimnisvolles Wesen hat mir einen Schlüssel aus Stein überreicht. Das geheimnisvolle Wesen sah genauso aus wie ich, nur in anders. Okay, der ist, glaube ich, tot. Glaube ich. Kann ich jetzt hier nochmal drehen? Nein. Kann ich jetzt hier hoch? Nein. Also muss ich, glaube ich, hier rechts lang. Ah, hier ist diese Plattform. Hier kann ich den Schlüssel benutzen. Der Schlüssel, den ich von der Erscheinung bekommen habe, scheint nützlich zu sein. You don't say. Was passiert hier? Hi. Würdest du mir bitte das hier geben? Was ist das? Okay. Ah, man kann das so drehen. Kann man das auch? Nee, das bringt nichts. Also man muss schon so machen. So. Dann so. Dann so. Hier kann es ja nur eine Position eigentlich geben, oder? Ja, nur eine macht Sinn. Hier dann so. Eigentlich muss ich nur die roten richtig machen, weil der Rest geht von alleine. So. Wenn man sich halbwegs klug anstellt. So. 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 Hier muss ich andersrum. Habe ich gerade erst gesehen. So. 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 Nein. So. Hier muss ich auch wieder andersrum. So. So. Und hier noch richtig einstellen. So. Perfekt. Anscheinend habe ich die Steine richtig verbunden. Cool. Die Statuen versperren den Weg. Ich muss etwas unternehmen. Habe ich noch irgendwas dabei? Nein. Kann ich den Schlüssel vielleicht nochmal drehen oder so? Ich habe ein Bruchstück eines Medaillons gefunden. Auf ihm befindet sich irgendein Ornament. Okay. Dann gehen wir mal hier durch, ne? Der Thron ist leer. Ich frage mich, wessen Thron das ist. Vielleicht ist sie hungrig. Könnte sein. Bist du hungrig? Wen haben wir denn hier? Ich sollte eigentlich die Wachen rufen, aber es könnte sein, dass du mir noch nützen könntest. Im Raum nebenan befindet sich eine Frau im Käfig. Gleich gebe ich dir ein ungewöhnliches Messer. Du nimmst es und tötest diese Hexe. Wenn ich darüber nachdenke, für welche deiner Taten du hier gelandet bist, sollte das keine allzu schwere Aufgabe für dich sein. Lass dich bloß nicht von ihrem unschuldigen Aussehen trügen. Sie wird versuchen, dich zu täuschen. Höre gar nicht erst hin. Töte sie einfach. Im Gegenzug sperre ich dich nicht wieder in den Käfig an. Vielleicht erhältst du noch etwas. Du musst sie aber erst einmal töten. Wow. Hat er jetzt das Messer gedroppt? Ah, hier unten. Ich glaube, ich werde die nicht töten. Gehen wir erstmal hin. Schauen wir uns das erstmal an, ne? Was ist das? Wenn dir dein Leben lieb ist, dann halte dich fern von dieser Tür, solange sie noch nicht repariert ist. Es wäre besser, wenn ich... ich könnte den Wächter umbringen. Komm noch näher und es wird für dich tragisch enden, Mensch. Wenn ich dich nicht töte, dann macht es die Spinne, die hinter dieser Tür haust. In ihren Beinen fließt Gift so stark, dass auch der kleinste Tropfen ausreicht, um deine elende Existenz in Handumdrehen auszulöschen. Mithilfe dieser grünen Substanz...
dann stelle ich vergiftete Pfeile und Waffen her. Leider gibt es seit einiger Zeit immer weniger Gift. Der Mechanismus, der dafür gesorgt hat, dass im Innern die entsprechenden Bedingungen herrschen, ist kaputt. Das Gift, welches aus den Beinen der Spinne auf den Gitterzaun im Boden heruntertropfte, wird nicht mehr in die Röhren gepumpt. Der Durchfluss des Giftes ist nur bei dicht verschlossener Tür möglich. Das Gerät bedarf einer Reparatur. Es befindet sich in der Kanalisation, aber der Durchgang wurde geflutet. Ich muss diesen Raum bewachen, bis die Störung behoben ist. Wenn die Lücke größer wäre, könnte die Spinne angreifen. Aber wieso erzähle ich dir das alles? Geh und verschwende nicht meine Zeit, Mensch. Okay. Wie komme ich jetzt runter, ist die Frage. Das packe ich auch erstmal zurück. Was ist hier so? Der Mechanismus funktioniert nicht. Was ist hier oben? Das war ein Informationsschild. Geduld der Wache nicht länger belastet. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo runterkomme, ne? Hier vielleicht lang? Man kann auch links lang gehen. Wow. Hier kommt man runter. Ah. Jetzt habe ich da irgendwas genommen. Jetzt brauche ich nur noch was zu essen. Hier links vielleicht. Was ist das für eine Tür? In der Mitte befindet sich eine Aushöhlung. Ringsherum drehen sich Bänder, aber ich kann sie nicht aufhalten. Habe ich eine Pfote dabei? Nein. Das ist blöd. Aber das Ornament müsste da passen eigentlich, oder? So geht es nicht. Nein. Weg. Feuer. Sie erlauben euch dreckigen Menschen, sich hier in dem Schloss herumzutreiben? Du sagst also, dass du in diesem Raum hier bist. Wozu? Im Innern befindet sich ein seit langem nicht mehr benutzter Ofen. Im Grunde könnte ich dich hier hereinlassen, aber das kostet dich was. Wenn du hineingehen willst, musst du etwas für mich machen. Finde die Stelle, die auf dieser Abbildung gekennzeichnet ist. Grabe an diesem Punkt. Ich kann leider nicht persönlich dorthin gehen. Angeblich hat einer der Gefangenen dort etwas Interessantes versteckt. Bring es mir, dann schauen wir weiter. Die haben irgendwie voll das Essproblem, kann es sein? Was ist das hier? Ein Stück Holz. Okay, das kann man nicht mitnehmen. Schade. Wäre cool gewesen. Also die Stelle an der... Das war oben, oder? Aber wie komme ich nach oben? Oder hier? Moment, ich muss das Bild nochmal angucken. Zwei Dinge. Und am rechten ist das. Einfach mal ausprobieren, ne? Nein. Okay, dann halt nicht. Hier gehen wir nochmal rechts. Wie komme ich hier hoch? Komme ich hier überhaupt irgendwie hoch? Hier muss ich graben, oder? Schlüssel mit Schlüssel? Nein. Muss ich hier graben? Ich schaue mir das mal an. Augenscheinlich nicht so wirklich. Aber wie komme ich da hoch? Das ist jetzt die Frage. Hier ist die Spinne. Nein. Hier also nicht entlang. Kommt man hier irgendwie hoch? Hier bin ich doch angekommen vorhin. Ah, hier zurück. Ah. Okay. Hier muss ich nämlich irgendwo graben. Hier wahrscheinlich. Zack. Gut, dass man zurückgehen kann. Und was ist da jetzt drin? Die Erde verbarg einen überaus großen Goldklumpen. Hey, ich bin reich. Gehen wir mal wieder zurück, ne? Dann nach links. Nochmal nach links. Dann nehmen wir Goldklumpen. Bitteschön. Gold! Das habe ich mir gedacht. Dieser Narr hat vor dem Tod also doch die Wahrheit gesagt. Siehst du? Du taugst ja doch zu etwas. Nimm dieses Halsband. Es ist der Schlüssel für die Tür hier. Ah. Ich habe eine Kette mit einem Medaillon in Form einer Pfote gefunden. Wow, you don't say. Passt perfekt.
Und jetzt? Ach so, man muss das jetzt so drehen, dass das passt, oder was? Das passt doch nie wirklich. So. So passt das. Muss man noch gucken, wie die anderen Dinge passen. Nein. Hier vielleicht. Am ehesten so bisher, oder? Jetzt hat er das zurückgestellt. Hä, der springt immer ein Stück weiter. Das ist schon gut. Ach, wir müssen uns daran ausrichten wahrscheinlich. Ah, oh, kann das mal hier kurz zur Seite? Man kann immer nur ein Stück drehen, oder wie? Okay, das ist schwul. Weil man müsste ja eigentlich so. Ha, also. Das ist eigentlich fast in Ordnung, aber nein, irgendwie auch nicht. So ist es gut. Das hat auch jetzt kein Geräusch gemacht irgendwie. Dann kommt das nächste. Wie passt das zusammen? Die Sache ist, die beiden passen ja schon. Guckt euch das an, die passen wie die Faust aufs Auge. Da müssen nur noch die anderen dazu passen. So, und jetzt noch das Innere. Jetzt ist es genau so, wie es sein soll eigentlich. Hä, das war doch gerade noch komplett anders. Haben die das jetzt zurückgesetzt? So. Jetzt will er wieder nicht, so wie ich. Gerade sah das irgendwie cooler aus. Jetzt ist er richtig eingerastet. Also an der richtigen Stelle. Öffne dich, Sesam! Kann man hier irgendwas drücken noch? Das ist die richtige Stelle. Das ist die richtige Stelle. Das? Oh, ist das auch die richtige? Eigentlich schon, oder? Was anderes passt einfach nicht. Passt nicht. Ich verzweifle wieder an so einem behinderten Kinderrätsel wahrscheinlich.
Sagt er mir noch irgendwas? Hast du meinen Bruder, den Hellerwüsten, getroffen? Er bewacht den Raum mit der Spinne, die uns Gift für unsere Waffen liefert. Ja, den habe ich getroffen, in der Tat. Jetzt ist das schon wieder komplett durcheinander einfach. Das passt nicht. Das passt. Ich probiere es jetzt noch einmal. Das passt. Das passt nicht. Das passt. Irgendwie will das nicht öffnen. Also ich weiß nicht, was ich falsch mache, Freunde. Vielleicht muss ich das im anderen Winkel oder so? Muss ich hier irgendwas beachten, links oder rechts? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, keinen blassen Schimmer, was ich hier weitermachen muss. Von daher würde ich sagen, ich beende die heutige Folge einfach mal. Schaltet morgen wieder ein, wenn wir das Rätsel hoffentlich lösen. Ihr könnt da gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Ideen habt, wie man das Rätsel löst. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, wenn wir wieder Tormentum Dark Sorrow spielen und wenn ihr ein Abo da lasst, damit ihr das auch nicht verpasst, wann das Video morgen kommt. Ja, ich verabschiede mich für heute, wünsche euch einen schönen Tag, sage bis morgen, haut rein, ciao!